Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn hört ihr das Solo vom Christopher zum Film A Rainy Day in New York. Ein Film von Woody Allen, und ob man heutzutage noch über Woody Allen Filme sprechen sollte oder eben nicht, ob das ein Film ist, der sich in irgendeiner Form von allem anderen, was er zuletzt gemacht hat, unterscheidet, und ja, einfach was da vielleicht sonst noch zum Film zu sagen ist, hört ihr in genau dem Solo von Christopher, der den Film in der Presseaufführung sichten konnte. Im Anschluss gibt es ein Doppel von Eva und mir zum Film Der Unschuldige, und so viel sei an der Stelle schon mal verraten, dieser Film ist ein bisschen irre. Ob das jetzt was Gutes ist oder eben nicht, das hört mal selbst. Das hört wirklich einfach mal selbst. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Doppel zum Film Winterland. Diesen Film, diese Dokumentation über Skisport, soweit ich weiß, hat sich der liebe Paul für uns gegeben, und Dom hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Die haben also kurzfristig hier einen eben Doppel aufgezeichnet, und ihr könnt gespannt sein, was diese beiden Sportsmänner zum Film Winterland zu sagen haben. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram, und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich freue mich darauf, in irgendeiner Form von euch zu hören. Das wäre total gut, weil wir nur dann wissen, wie euch diese Besprechung gefallen haben. Ob ihr die Filme zum Beispiel auch gesehen habt, die wir hier besprechen, ob ihr Besprechungen vermisst. All das sind Dinge, die würden wir gern von euch wissen, denn wir versuchen ja schon ziemlich breit aufgestellt zu sein und möglichst alles zu besprechen, was wir irgendwie in irgendeiner Form bekommen können. Und das sind eben nicht nur die Blockbuster, das sind auch kleine Filme. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo Freunde der Lichtspielhäuser, ich bin Christopher und das ist meine Besprechung zu A Rainy Day in New York. Er kommt am 5. Dezember 2019 in die Kinos, hat eine Lauflänge von 1 Stunde und 35 Minuten und ist ab 0 Jahren freigegeben. Regie führte Woody Allen, und in den Hauptrollen sehen wir Timothy Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna und Liev Schreiber. Ja, da ist er wieder, der ewige Stadtneurotiker, mit seinem mittlerweile 48. Film, der eigentlich schon letztes Jahr hätte starten sollen. Allerdings wurde er verschoben, weil Woody Allen ins Kreuzfeuer geriet der MeToo-Bewegung. Und somit war 2018 das erste Jahr seit 1981, in dem es keinen Woody Allen-Film zu sehen gab. Jetzt bekommt er aber einen Start in Europa, in den USA nach wie vor keinen. Da muss man noch auf eine Entscheidung abwarten. Worum geht es genau? Wir haben das junge Studentenpaar Ashley und Gatsby, gespielt von Elle Fanning und Timothy Chalamet, die ein romantisches Wochenende in Manhattan verbringen wollten. Doch dann kommt alles anders, denn Ashley bekommt den Auftrag, für ihre College-Zeitung den berühmten Regisseur Roland Pollard, gespielt von Liev Schreiber, zu interviewen. Der lädt sie auch gleich zu einer privaten Vorführung seines neuen Films ein, an dem auch Drehbuchschreiber Ted Davidoff, gespielt von Jude Law, und der Filmstar Francisco Vega, Diego Luna, teilnehmen. Und Roland Pollard befindet sich in einer Schaffenskrise, er ist zutiefst unzufrieden mit dem neuen Film. Und Ashley versucht, ihn aufzumuntern, wird von ihm dann später auch ins Hotel auf einen Drink eingeladen, und von da an schlittert sie von einer ungeplanten Situation in die nächste und muss ihren Freund ständig vertrösten, der von einer romantischen Kutschenfahrt durch den Central Park bis zu einem Dinner in einem teuren Restaurant den Tag eigentlich durchgeplant hatte und darauf wartet, dass seine Freundin endlich zu ihm kommt, aber sie kommt nicht, und er schlendert natürlich genervt und ziellos durch New York und trifft dabei auf Chan, gespielt von Selena Gomez, die die jüngere Schwester seiner Ex-Freundin ist, die mittlerweile aber auch zu einer attraktiven jungen Frau herangereift ist. Und bei ihm gerät dann, genau wie bei Ashley im Laufe des Tages, das Weltbild und was er eigentlich genauso will, ins Wanken. Ja, mit Woody Allen ist das ja immer so eine Sache. Man hat ihn ja schon oft abgeschrieben. Viele Kritiker haben ihn oft abgeschrieben, von wegen, es ist immer das Gleiche, ihm fällt nichts mehr ein, er tritt nur noch auf der Stelle. Und es gab bei ihm immer und immer wieder so kurze neue Inspirationen, kreative Schübe, Filme, die wirklich aus dem Nichts alles aufgelockert haben und gezeigt haben, oh, der Mann hat doch noch ordentlich was drauf. Sachen wie Matchpoint oder Midnight in Paris zum Beispiel. Ob man von ihm jetzt im Alter von 84 Jahren nochmal erwarten kann, dass er erneut von der Muse geküsst wird und mal wieder ein neues Meisterwerk herausbringt, ich weiß nicht, ob man das kann oder darf. Aber das sollte jedenfalls keine Entschuldigung dafür sein,
wenn er einen mittelprächtigen Film herausbringt. Und das ist es hier letzten Endes geworden. Es ist im positiven wie im negativen Sinne Woody Allen auf Autopilot. Wenn man ihn mag, wird man hier erfreut sein. Man bekommt das, was man so von ihm gewohnt ist, wenn auch etwas angestaubt und nicht mehr ganz so frisch. Wenn man ihn nicht mag, wird man hier seine Meinung auch nicht ändern. Es ist der übliche Trott. Und erst einmal ist die Kameraarbeit, möchte ich hervorheben, sehr, sehr gelungen. Das Manhattan hier, sei es am helllichten Tag oder auch völlig verregnet und bewölkt, fängt er hier in sehr schöne Bilder ein mit sehr gleißendem Licht. Er hat ja schon immer schöne Bilder gefunden für seine Heimatstadt. Nur der Plot ist halt exakt das, was man sich unter Woody Allen-Filmen vorstellt. Es ist schon fast parodistisch, eigenparodistisch, wie was hier passiert. Weil wieder einmal geht es um Menschen, wenn wir jetzt auf das Kernstück der Story eingehen, nämlich eben die Liebesbeziehungen, geht es da wieder einmal um Menschen, die offensichtlich nicht mit dem richtigen Partner zusammen sind und dann nach allerlei Missverständnissen und komischen Situationen mit der richtigen Person zusammenkommen. Und da fällt mir gerade ein, dass ich mir noch nie ein Essay durchgelesen oder ein Video angesehen habe, das sich intensiver mit Woody Allens Film beschäftigt und richtig analysiert, was das eigentlich alles bedeutet für ihn als Mensch und seine Psyche. Das sollte ich unbedingt mal tun, weil ich unbedingt wissen will, wieso Fremdgehen bei ihm immer etwas Befreiendes hat und immer völlig frei ist von negativen Konsequenzen. Das finde ich moralisch immer sehr, sehr fragwürdig, was da passiert. Aber er hat sowieso andere Ansichten von der Liebe, wenn man mehrere seiner Filme kennt oder eben auch Interviews mit ihm gesehen hat. Und na gut, über sein Privatleben will ich jetzt nicht sprechen. Er sieht das alles ein bisschen anders. Was das aber letztendlich hier rausreißen kann, sind die Darstellerleistungen. Besonders Timothy Chalamet in der Hauptrolle, den viele bestimmt noch kennen aus Call Me By Your Name. Denn er ist hier zum einen ein ganz typischer Woody Allen-Protagonist. Er ist der romantische, verträumte junge Mann mit Idealen, der große Ziele hat und es zu was bringen will und sein Leben schon komplett durchgeplant hat und dann eben merkt, dass es eben nicht so läuft. Aber er macht dabei etwas sehr Schönes. Er tut nicht das, was viele andere Darsteller schon mal gemacht haben in Filmen, in denen Woody Allen nur Regie führt und nicht mitspielt. Das habe ich schon oft beobachtet. Die Hauptdarsteller in diesen Filmen neigen dann dazu, eben den typischen Woody Allen-Typ zu imitieren in ihrer Performance. Dieses verhuschte, neurotische, immer vor sich hin stammelnde, das sieht man bei zum Beispiel Jesse Eisenberg in Cafe Society oder bei auch Owen Wilson in Midnight in Paris. Und Timothy Chalamet macht das hier nicht. Er ist nicht eben eine Woody Allen-Kopie in Jung. Und auch alle anderen Darsteller sind sehr amüsant. Liv Schreiber als dieser überkandidelte Filmregisseur, der alle absolut hasst, was er da abgeliefert hat. Könnte man jetzt interessante Bezüge auf Woody Allen persönlich sehen, wenn er hier immer Künstler in der Schaffenskrise zeigt. Aber das Material in dem Sinne ist nicht sonderlich originell, aber es ist Liv Schreibers Performance, die das Ganze wirklich über dem Durchschnitt erhebt, also über dem, was Woody hier zu Papier gebracht hat. Und auch die Damen, Elle Fanning ist sehr charmant, Selena Gomez ist sehr witzig. Und das ist dann auch das, was den Film über seine Laufzeit trägt und erträglich macht, weil inhaltlich, muss man wirklich sagen, könnte man auf die Idee kommen, dass er hier ein altes Skript wieder ausgegraben hat, was er lange in der Kiste liegen hatte, was nicht richtig ausgefeilt war. Weil der Wortwitz, die Sprüche, die Situationskomik, das ist alles schon ziemlich angestaubt und das hat man bei ihm schon sehr oft gesehen und man hat es schon besser gesehen. Aber trotzdem, als jemand, der Woody Allen schon immer zu schätzen weiß, fühlt sich dieser Film an wie eine kuschelige warme Decke, die man einfach überlegt. Man weiß genau, was man bekommt. Und man wird milde amüsiert, wenn auch nicht top unterhalten. Und als nicht mehr wirklicher Woody Allen-Fan, aber immer noch als Woody Allen-Befürworter, würde ich da
solide 2,5 von 5 Punkten geben. Es ist wirklich nur was für Leute, die ihn schon immer mochten. Alle anderen können sich das getrost sparen. Das war Christopher. Das war meine Besprechung zu Rainy Day in New York. Geht ins Kino. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Der Unschuldige, der jetzt am 5. Dezember 2019 in die deutschen Kinos kommen wird. Ist ein schweizerischer und deutscher Film, also irgendwie scheinbar eine Kooperation, hat eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 14 und Regisseur ist Simon Jacquemet, würden wir ihn aussprechen. Und ich habe glücklicherweise heute eine Kollegin am Start, mit der wir gemeinsam über diesen Film sprechen und ihn vor allem interpretieren werden. Hi Eva. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Okay, ganz gewaltige Fangfrage. Der Film heißt Der Unschuldige. Bist du eine Unschuldige? Das lässt der Film zum Glück offen. Deswegen kann ich weiter so durchs Leben wandeln, zu legen. Alles klar. Ja, also es ist ein Film, da kann man wirklich schon mal gleich vorweg sagen, dass der definitiv eben Interpretationen abverlangt und von einem möchte, aber es gibt so ein paar Basics zur Handlung, die man natürlich trotzdem sagen kann, wo wir uns sicher sind, dass sie in der Form für unsere Besprechung relevant sind. Erzähl uns doch mal, wovon handelt Der Unschuldige? Ja, gute Frage. Es, wie gesagt, es wird mehr oder weniger alles offen gelassen, deswegen muss man sich ziemen, was man da jetzt drüber behauptet, gesehen zu haben. Also im Grunde, es geht um eine sehr gläubige Familie, die in so einer Extra-Kirche ist, in so einer Untergruppe, so einer Extremeren oder Freikirche, glaube ich, würde man sagen. Spaltung, ne? Genau, in der Freikirche, danke für das Wort. Und es ist eine Frau, die, also da ist die, wird die Beziehung in Frage gestellt oder sind die Gläubigkeitsfrage wird gestellt. Es ist eine Frau, die ihren vermeintlichen Ex-Freund, der lange Jahre im Knast war, wieder trifft und mit dem wieder was anfängt, was man, genau, offen oder was offen gelassen wird, mehr oder weniger. Dann gibt es Probleme mit der Tochter. Sie arbeitet in einem Tierversuchslabor. Ja, es gibt dann Probleme in der Beziehung und die arbeiten dann irgendwie dieses vermeintliche Fremdgehen von der Frau auf, der es psychisch zusehends schlechter geht. So im Grunde, diese ganzen Handlungen fließen ein und werden mehr oder weniger für Verwirrung sorgen oder lassen sich dann zusammenfügen, je nachdem, wie man den Film zu deuten weiß. Ganz genau so sieht's aus, denn es gibt so ein paar Punkte, wo man nach Sichtung des Films gar nicht so genau weiß, haben die jetzt so stattgefunden oder haben die gegebenenfalls nur im Kopf von der Ruth stattgefunden. Ruth ist ja unsere Protagonistin und wir wissen nicht viel zu Ruth. Du hast jetzt schon gemeint, sie hat da diesen Job, bei dem eben Tierversuche gemacht werden. Da gibt es scheinbar einen Versuch, wo einem Affen der quasi Kopf amputiert wird und auf einen anderen Affenkopf dann eben drauf operiert und also spielt Gott so. Ganz genau sieht es nämlich aus. Obwohl du jetzt schon sagst, der Mensch spielt Gott, generell spielt dieses große Thema Religion meines Erachtens und meiner Interpretation nach durchaus eine große Rolle. Nicht nur, weil hier vielleicht dieser Ansatz ist, eben der Mensch spielt Gott, sondern eben auch, weil selbst, also Ruth selbst ja eben in dieser Freikirche ist. Und weiß nicht, ob ihr da draußen jetzt mal so Erfahrung habt mit so Freikirchen, die gibt es ja ganz unterschiedlichste, man darf die nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Version, die wir hier haben, das ist eine, da ist der Pastor und eben auch seine Frau auch Teil des Familienlebens. Das heißt also, wenn es da mal Probleme in der Familie innereheliche gibt, dann ist der Pastor da natürlich involviert. Und wenn Ruth in irgendeiner Form leidet, dann ist das natürlich so, dass sie natürlich vom Satan ergriffen ist, das zumindest Interpretation des Pastors. Und dann muss man natürlich mit Gottes Hilfe versuchen, da eine Lösung zu finden. Und all das sind Punkte, die sich dann eben auch im Familienleben dann widerspiegeln. Also es ist eben auch wirklich, wie gesagt, eine sehr in irgendeiner Form christliche Familie, in der sie lebt. Die sitzen dann abends auf der Couch, da wird dann, werden dann christliche Songs auf Gitarre gespielt und dazu gesungen. Und ja, also wenn ihr aber da so Vergleichsfälle kennt, und ich will das jetzt erstmal auch nicht verurteilen, aber sicherlich eine sehr besondere Interpretation von ja, Christentum, die sie da im Alltag auslebt. Was ich auch ganz interessant finde, ist eigentlich der Titel des Films, weil im Grunde geht es ja gar nicht darum, ob, also kann man auch drüber nachdenken, ob der schuldig ist oder nicht. Und ich habe das so ein bisschen, fand diesen Übergang eigentlich ganz gut, dass der Ex-Freund, wo man ja nicht weiß, ist der unschuldigerweise im Knast gesessen oder nicht. Man kann eigentlich auch nicht spoilern in dem Film. Und hat es die Frau jetzt so bewegt, dass sie meint, sie muss das jetzt wieder
gerade rücken, weil der unschuldig war und das lässt sie jetzt nicht los, weil sie ja in ihrer Christlichkeit das Vermögen hat, zu beurteilen, was jetzt gut und schlecht oder, also irgendwie muss sie das, was die Menschen durch ihr Verurteilen verbrochen haben, wieder gerade rücken. So ein bisschen habe ich das auch interpretiert, dass sie deswegen da so reinrutscht und da emotional sich da deswegen gar nicht mehr so abkapseln kann von diesem Schuld-Unschuld-Thema, was ja im Christentum durchaus ja, so eine große Rolle spielt. Ja, ganz genau. Mit dieser Erbsünde und diese ganze Geschichte. Das ist schon ein großes also Thema, ja. Deswegen dann so, ja, wer muss seine Strafe wie verbüßen und ist man dann Teil davon, wenn man jemanden zu Unrecht verurteilt hat oder so. Was natürlich auch schon zu ihrer Berufswahl da, das hat mich schon wahnsinnig gewundert, wie man als gelebte Christin so einen Tierversuchsberuf überhaupt ergreift. Aber ja, all das bleibt offen. Wir hatten uns im Vorgespräch ja auch schon über die Ruth selbst unterhalten, von der man in den ersten Minuten des Films vielleicht denkt, okay, die ist einfach ein bisschen still und zurückgezogen und versucht halt das Beste zu tun, um halt eben gottgläubig zu sein und Gott zu huldigen und die Familie entsprechend auch, sage ich mal, keine Ahnung, das Abendessen zu machen und so. Das sind so erstmal die ersten Eindrücke, die ich von der Ruth hatte. Aber so im Laufe der Zeit ändert sich das Bild und wir hatten vorab eben jetzt drüber gesprochen, was mit der Ruth eigentlich los ist. Ich hatte erst gemeint, okay, die ist einfach hochgradig depressiv. Du hattest jetzt gemeint, sie hat unter Umständen eine Psychose. Erzähl doch mal, wie hat denn die Ruth auf dich so gewirkt im Laufe des Films? Also wahnsinnig unzufrieden eben. Also der Film fängt schon an damit, dass man sieht, die Frau hat ein massives Problem und also psychischer Natur. Dann denkt man zwischendurch, ja, ist sie vielleicht gar nicht gläubig und ist sie deswegen so unzufrieden mit ihrer Familie, weil ihr Mann so unglaublich christlich ist und sie halt nicht oder ist, dass sie da Abstand nimmt und dann merkt man, nein, sie wendet sich schon auch Gott zu, es ist irgendwie ihre eigene Form oder auch ihre einzige Form, mit so Situationen umzugehen. Ja, einfach eine komplett freischwebende Persönlichkeit, die keinen Halt hat und komplett aus ihren sämtlichen Rollen im Laufe des Films austritt und dann mehr oder weniger in der Fantasiewelt lebt. Ja. Man muss mal sagen, dass übrigens die Ruth gespielt wird von Judith Hofmann und die Dame ist ja eben Schauspielerin und kommt aus der Schweiz, Jahrgang 68 und ich finde, das macht die echt ganz gut. Also da, ich sag mal so, die ist ja dann doch relativ facettenreich, zumindest ist der Eindruck, der sich im Laufe des Films so ergibt, aber sie ist gleichzeitig auch relativ still. Also sie hat viele Szenen, wo sie einfach gar nichts bis wenig sagt, sondern einfach nur durch, ja eben vor allem Mimik irgendwelche Emotionen rüberbringt. Und ich muss mal sagen, dass mir das grundsätzlich sehr gut gefallen hat, was die Schauspielerin hier abliefert. Wir könnten jetzt hier noch andere Schauspieler nennen, aber ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so zielführend, weil eben die Ruth, gespielt von Judith Hofmann, hier natürlich die zentrale Figur ist. Und jetzt überlege ich natürlich, ob wir hier noch großartig interpretieren sollten oder ob wir dabei schon so mega viel spoilern würden. Also, ich weiß nicht, sollten wir zum Beispiel mal das Thema Sex hier mal ansprechen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sex wird hier in diesem Film so als Schmuddelthema und irgendwie auch als negatives Thema benutzt. Kannst du das nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall. Aber eben auch zwiespältig. Also der Film bezieht nie Stellung. Und es werden halt alle Themen angeschnitten. Die Verwirrung des Films liegt jetzt nicht bei der schauspielerischen Leistung. Also ich finde, ich habe den Schauspielern das schon immer abgenommen. Das kam schon alles gut rüber. Also man ist denen emotional schon gefolgt. Es hat halt an der Erzählstruktur des Films zum Teil gelegen, dass man einfach nicht weiter wusste und dann gedacht hat, ja, lässt der Regisseur das ist alles wirklich absichtlich weg, soll man eigentlich seinen eigenen Film da sich drehen oder es wurden halt so viele Themen, wie gesagt, einfach nur angeschnitten und zusammengefügt auf eine Weise, wie das in anderen Filmen jetzt nicht vorkommt. Er lässt wirklich quasi alles offen. Also, und deswegen fühlt man sich dann oft so ein bisschen, als wäre der Film nicht richtig erzählt oder als würde da was an Dialogen oder irgendwas einfach fehlen. Aber es liegt eben nicht an der schauspielerischen Leistung, sondern einfach an der Erzählweise, dass da so lückenhaft empfunden wird.
Definitiv. Der Regisseur hatte übrigens, das habe ich hier vorab im Rahmen der Vorabrecherche gelesen, auch geschrieben, dass man sich halt voll und ganz einfach erstmal zurücklehnen soll und den Film auf sich wirken lassen soll. Also eben gar nicht so sonderlich viele so Gedankengänge erstmal daran verschwenden quasi, sondern letztlich den Film erstmal aufnehmen und im Nachhinein zusammen interpretieren. Und genau das ist der Ansatz. Also das Zitat ist übrigens, man soll sich einfach fallen lassen und sollte nicht zu sehr nachdenken. Zitat Ende. Das hat hier eben der Regisseur wohl eben der Simon Jacques gesagt. Und das ist tatsächlich gar keine schlechte Idee, weil das dafür sorgt, dass man sich nicht ständig vor den Kopf gestoßen fühlt, weil irgendwie gerade alles ein bisschen komisch und abgehakt wirkt. Ich habe mir vieles zwischen den einzelnen Szenen selbst zusammenreimen müssen, weiß in vielen Fällen gar nicht, ob das jetzt richtig von mir interpretiert war und komme so ein bisschen verwirrt aus dem Film raus. Ich habe in einer anderen Rezension gelesen, dass der Film noch nachwirkt, nachdem man ihn gesehen hat. Und das kann ich nur bestätigen. Das ist auf jeden Fall ein Film, der zum leicht Nachdenken und auf jeden Fall auch zum Interpretieren anregt. Und das finde ich ja per se schon mal ganz gut. Ja, also so zu behaupten, man soll ihn nur wirken lassen und also man kommt automatisch ins Nachdenken. Das ist also, und man will den auch und man muss ihn auch interpretieren, finde ich, wenn man da irgendwas rausziehen will und sich diese Bruchstücke zusammenreimen will. Wie einem das dann gelingt, also ich habe mich danach dann auch über den Film gleich unterhalten und mit einem Kumpel und wir haben ja, sind einfach zu komplett verschiedenen Schlüssen gekommen und man kann wirklich jede Szene so und so sehen. Also, genau. Genau. Dafür eignet er sich ganz gut, was halt zum Teil dann doch wieder ein bisschen schade ist, weil wenn man ein ganzes Bild haben will und dann wird man eher scheitern, denke ich. Also ich glaube, man muss wirklich die einzelnen Szenen für sich interpretieren. Ob man das dann zusammenfügen kann, ist wieder eine andere Frage. Dann lass doch hier einfach noch fix zum Fazit kommen, um hier vielleicht auch jetzt uns nicht zu sehr über einzelne Details zu unterhalten. Ich würde einfach mal ganz kurz mein Fazit hier vorziehen. Der Film hat mir im Nachhinein doch, glaube ich, relativ gut gefallen, auch wenn er mich doch sehr verwirrt hat und ich in vielen Fällen nicht genau wusste, was ich jetzt eigentlich gerade gesehen habe. Aber ich glaube, ich finde das gut, auch wenn das erstmal natürlich überraschend ist. Ich finde, wir haben eine tolle Hauptdarstellerin, wir haben auf jeden Fall sehr viele atmosphärische Bilder und wir haben auch interessante Punkte, die man als Religions- oder Gesellschaftskritik bezeichnen könnte. Ich persönlich finde, dass die allerletzte Szene, also entweder finde ich sie total kacke oder sie ist einfach nur ein weiterer What-the-fuck-Moment in diesem Film. Auch da bin ich mir noch nicht ganz sicher und wieder das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich würde dem Film, weiß ich nicht, sowas wie 3,5 oder 4 von 5 Punkten geben, weil ich es eigentlich cool finde, wenn ich mal was sehe, womit ich erstmal nichts anfangen kann. Und das klingt jetzt negativer als gemeint, ist aber was mich auf jeden Fall beschäftigt. Etwas, was ich noch nicht schon tausende Male gesehen habe. Und ja, wie gesagt, deswegen von mir ein grundsätzlich positives Fazit für alle Leute, die ja Bock haben, sich mal ein bisschen Gedanken über einen Film zu machen. Wie hat dir denn der Film gefallen, final? Ja, also es ist ein Film, der einen total zurückwirft und man will Antworten haben, die man dann aber im Endeffekt nur sich selbst geben kann und nicht bei Gott finden wird oder man dann doch hätte gern jemanden, der einem dann irgendwie sagt, so und so ist es. Ja, aber weil man eben dann im Endeffekt bei sich selbst landet und keine Antworten kriegt, bin ich genau in der Mitte geblieben und habe mich nicht für eine Seite entschieden und würde jetzt einfach wirklich bei 2,5 genau, ich bin bei 2,5 Punkten. Sehr gut. Alles klar, falls ihr da draußen jetzt ein bisschen Bock auf den Film bekommen habt, dann schaut ihn euch unbedingt mal an oder wartet halt, bis ihr ihn irgendwie vielleicht auch fürs Heimkino kriegt. Das ist ein Film, wo ich denke, das genügt auch, wenn man den zu Hause schaut. Da muss man nicht unbedingt ins Kino für gehen. Das ist nicht notwendig, meines Erachtens. Und wir freuen uns natürlich drauf, von euch in irgendeiner Form auch mal Feedback zu bekommen. Ihr könnt gerne die Kommentare auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload schreiben, wie euch dieser Film gefallen hat und ob ihr mehr von Eva und Mia hören wollt, ob wir euch unschuldig genug gewesen sind. Ja, viel Spaß beim Deuten und bin auch gespannt, ob ihr die Antworten bei euch selbst sucht auf diesen Film oder irgendwelche Filmgurus dazu befragen werdet. Okidoki, bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer weiteren Filmbesprechung und mal zu keinem Spielfilm, sondern einer Dokumentation. Die hört auf den Namen Winterland, erscheint am 5. Dezember 2019 in unseren deutschen Kinos und hat eine, ja, für eine Dokumentation doch relativ üppige Laufzeit von 80 Minuten oder 78 Minuten. Und ja, jetzt kommt die große Pointe hier mal wieder. Ich habe den Film gar nicht gesehen. Allerdings ist jemand heute bei mir, so über zig virtuelle Ecken, der den Film für uns gesehen hat, beziehungsweise für euch. Und damit herzliches Willkommen an den Paul. Hi. Hallo. Du warst ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal hier in der Sendung. Genau, ja. Zu, ich glaube, einer Dokumentation und einem Spielfilm, ne? Das waren zwei Spielfilme tatsächlich. Ah, okay, genau. Ja, das bei dem anderen war ich mir nicht ganz sicher jetzt im Vorgespräch. Das klang halt so nichtssagend. Das ist ja, bei Dokus ist das ja immer so eine Sache. Ja, sehr schön, dass du wieder dabei bist. Ja, gerne. Ich würde allerdings doch ganz gerne dich so ein bisschen, ja, jetzt als relativen Newcomer, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, noch ein bisschen festzuchen. Deshalb würde ich dich jetzt bitten, einfach mal so frei von der Leber weg, so die letzten drei Filme zu nennen, die du gesehen hast, die dich halt irgendwie beeindruckt haben. Ist völlig egal, wann das war oder wie alt die sind. Okay, dann puh, wo fangen wir denn da an? Okay, der letzte Film, der mich wirklich beeindruckt hat, der ist noch gar nicht so lange her. Das war The Irishman auf Netflix. Oh, sehr schön. Von, ja, Den fand ich ziemlich beeindruckend, mal wieder so quasi einen alten Klassiker auch 2019 mal so zu sehen. Fand ich toll. Für mich der Film des Jahres tatsächlich. Mhm. Ja. Hat bei mir Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood abgelöst. Und zwar innerhalb weniger Stunden, weil wir hatten diesen Jahresrückblick-Cast aufgenommen, der wird auch noch kommen. Und kurz zuvor hatte ich mir den Film halt nachmittags angesehen, Samstag oder Freitag, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, wurde eiskalt vom Thron gestoßen. Ja, aber Film des Jahres ist gleich ein gutes Stichwort. Mhm. Da würde ich nämlich direkt mit meinem Film des Jahres noch im Anschließen Parasite, der dieses Jahr ja auch, ja, in Cannes zumindest ziemlich für mehr Furore gesorgt hat oder den man sich durchaus mal angucken kann, weil den fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Und dann nenne ich mal noch Fanny und Alexander. Oh! Auch ein Filmklassiker von Ingmar Bergman. Und ja. Den hatte ich, ich glaube, ich habe mir immer mal aufgenommen auf Arte, meine ich, aber noch nicht gesehen tatsächlich. Schande über mein Haupt. hast du den, lief der irgendwie im Fernsehen oder hast du den in einem anderen Rahmen gesehen? Nee, ich habe den mir so gekauft und dann angesehen. Da gibt es wohl auch eine sechsstündige TV-Fassung, aber ich habe mich für die dreistündige Kino-Version entschieden. Ja, die kürzere Variante. Genau. Ein Double Feature dann mit Irishman, dann hast du glaube ich, ein Viertel eines Tages voll, denke ich mal. Ja. Ja, Parasite, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nicht sehen können. Viele aus dem Kollegenkreis ja schon und sind ja ziemlich begeistert, steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste, weil Bong Joon-ho ist, glaube ich, Pflicht und über den Film hört man ja wirklich nur Gutes. Jo. Aber eine schöne Stoßrichtung, die du da vorgibst. Ja, danke. Und ja, nachdem das alle Spielfilme waren, widmen wir uns jetzt einer Doku. Sehr gut. Und zwar Winterland. Jo. Möchtest du ungefähr so halbwegs umreißen, was da genau auf die Zuschauer zukommt, die da jetzt eine Kinokarte lösen, wenn der überhaupt irgendwo laufen sollte? Ja, das ist eigentlich ziemlich schnell beschrieben. Im Grunde geht es eigentlich nur darum, also um die Ski- und Snowboard-Kultur und so ein bisschen um Skifahrer und um die Filmer, die in verschiedene Länder reisen und dann eben Skifahren und dabei Kunststücke im Schnee und Kunststücke auf den Bergen und so vollziehen. Ja. Okay. Gab es jetzt einen bestimmten Grund, warum du dir den ausgesucht hast? Also bist du selber irgendwie Skifahrbegeistert oder wie sieht das aus bei dir? Tatsächlich nicht unbedingt Skifahrbegeistert, also nicht als Aktiver, aber ja, ich verfolge hin und wieder Wintersport. Zwar jetzt kein Snowboard und auch kein normales Skifahren, sondern eher das Skispringen bzw. Skifliegen. Das werde ich jetzt zwar nur am Rande behandelt, aber dennoch, doch, sowas kann man sich immer mal angucken. Okay, ich hatte gesehen, so vom Trailer her, es sind ja schon recht eindrucksvolle Bilder. Also man sieht ja unter anderem auch Nordlichter. Oh ja. Handwerklich tatsächlich auch sehr hochwertig, habe ich den Eindruck. Ne?
Ja, definitiv. Also die Bilder sind definitiv kinowürdig. Man sieht es, also ich denke, dass der auf der großen Leinwand oder so bestimmt eine richtig gute Wirkung erzielt. Und du hast ihn jetzt im Stream gesehen, ne? Ich habe ihn auf dem Laptop gesehen. Ja, gut, das ist dann schon ein bisschen schade. Also so von der Ästhetik hat es mich so ein bisschen an diese BBC-Dokus erinnert, die auch mal gerne ins Kino kommen, hier so zum Beispiel sowas wie Unsere Erde oder so. Ja, definitiv. Doch, ja, genau. Ja, hast du denn, also du bist jetzt da nicht unbedingt so der Experte jetzt für den Skisport? Oder interessiert, also ich denke mal, du guckst das eher im Fernsehen. Genau, ja. Und hast du denn hier so großartig neue Erkenntnisse gewinnen können? Da muss ich ganz ehrlich sagen, viel Fakten oder viel neues, tiefschürfendes Wissen erhält man jetzt nicht unbedingt durch den Film. Es sind wirklich die Bilder und die Freude am Skifahren und das Zelebrieren dieser Kultur. Das steht im Vordergrund. Mhm. Ist das denn auch, weil da ist ja auch vermehrt Kritik aufgekommen, dass man teilweise gar keinen echten Schnee mehr verwendet, bei so Sportevents beispielsweise, ne, weil es eben immer weniger gibt oder eben in hohen Regionen selbst gar nicht mehr so viel fällt. Wird denn da auch mal irgendwas aufgegriffen, so auch kritisch betrachtet vielleicht? Also in dieser Hinsicht eigentlich nicht. Wie gesagt, man reist hier durch die verschiedensten Länder, durch Österreich und Kanada, Norwegen und man ist überall auf den höchsten Spitzen der Berge und sieht sie dann einfach dort nur runterfahren. In dieser Hinsicht wird sich dann nicht negativ mit beschäftigt. Das Einzige ist, es wird hin und wieder schon auf den Größenwahnsinn beziehungsweise auch auf die Gefahren hingewiesen, die dann tatsächlich so eine Abfahrt halt mit sich bringen können. Sind dann da auch irgendwelche Beispiele, also vielleicht irgendwelche Fälle, die auch so durch die Medien gingen oder so? Also von Unfällen beispielsweise auf der Piste oder vielleicht auf irgendwelchen Gipfeln? Also man sieht tatsächlich ein paar Unfälle, die dann tatsächlich dann vor laufender Kamera dort passiert sind. Ob sie jetzt so groß in den Medien tatsächlich vertreten waren, kann ich so nicht beantworten. Okay, also ging das dann auch nicht aus der Doku hervor? Nein, nicht wirklich. Also hast du den Eindruck, dass sich das dann schon wirklich eher dem Sport widmet und nicht jetzt irgendwie vielleicht auch eine kritische Reflexion halt dessen ist? Nein, es ist wirklich, es dreht sich um den Sport und es dreht sich um die Freude beziehungsweise ja wirklich die Lust an diesem Sport und ja, wie man den halt ausleben kann in ganz großer Höhe. Ich lese jetzt auch gerade, es sind ja verschiedenste Schauplätze, also Kanada, Alaska, Norwegen, Österreich. Ja, genau. Da warst du aber wahrscheinlich selber noch nie, ne? Außer wahrscheinlich per Fernseher. Das ist richtig. Ist halt auch eine Möglichkeit, diese Länder zumindest über diesen Film die Landschaft dort zu erleben. Ja, die wirkt ja auch relativ unberührt tatsächlich in manchen Einstellungen, ne? Also ich muss sagen, mich persönlich interessiert es jetzt nicht, aber so von den Bildern her ist es schon eindrucksvoll. Also die Bilder, die sind schon ziemlich beeindruckend, ja. Sind das denn tatsächlich dann jetzt auch die Filmemacher selbst, die sich da einen Berg runterstürzen lassen, in Anführungsstrichen? Oder, weil du ja gerade meintest, fliegen? Oder haben die halt irgendwelche Leute, die sie dabei einfach filmen? Und das ist unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, also erstmal die Sportler, also es sind größtenteils Sportler, die das dann tatsächlich dort machen. Die haben aber auch immer eine Kamera dabei oder so, also dass man auch ganz viel aus der direkten Perspektive von den Skifahrern quasi sieht. Mhm. Aber man hat auch die verschiedensten Leute, die man durch die Länder begleitet. Und dieser Film, der, was ich auch da nochmal nachgelesen hatte, der hat ja eine Produktionszeit von in die 20 Jahre. Also ich glaube, zu Beginn des Films wird gesagt, dass sie die erste Aufnahme für diesen Film 1996 gemacht haben. Oder ja, oder irgendwie sowas. Okay. Und ja, deswegen zwischendrin sieht man auch immer mal so alte Aufnahmen und ja. Ist natürlich dann wahrscheinlich auch ein Herzensprojekt gewesen, denke ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sieht man diesem Film an, dass da eine große Freude drin steckt. Schlägt sich denn so der, sag ich jetzt mal, also wenn du jetzt meintest, da ist halt locker irgendwie ein Fünfteljahrzehnt draufgegangen oder fast ein Vierteljahrzehnt für die Dreharbeiten, schlägt sich das denn irgendwie so in einer gewissen Inkonsistenz nieder? Weil in der Zwischenzeit hat sich ja auch die Kameratechnik und so weiter entwickelt. Und wenn ich jetzt hier sehe, das sind zum Beispiel halt auch viele Aufnahmen mit Drohnen, ne? Ja. Wirkt denn das Ganze dadurch eher inkonsistent technisch oder eher nicht?
Tatsächlich gar nicht eigentlich, denn also der Großteil, der besteht tatsächlich aus modernen Aufnahmen, würde ich jetzt zumindest sagen. Mhm. Diese älteren Aufnahmen, die sie eben vor 20 Jahren oder so angefertigt haben, die dienen dann meist entweder zum Überleiten zu den verschiedenen Orten oder so, was ganz nett gemacht ist, und dann ändert sich auch kurz die Musik oder dann wird halt in das nächste Thema reingeleitet. Und ja, also es trägt meiner Meinung nach fast mehr zur Struktur bei, als dass es sie durchstößt. Okay, gut, dann ja, hättest du noch was zum Film, was du unbedingt loswerden möchtest, was dir auf den Nägeln brennt und jetzt einfach raus muss? Ich hätte nur noch gesagt, also es ist wirklich ein Film, wie gesagt, da gibt es nicht die große Tiefgründigkeit, aber er ist sehr unterhaltsam, weil auch jede Abfahrt und jeder Stunt, ob er jetzt in Zeitlupe ist oder in normaler Geschwindigkeit, der wird noch mit Popmusik untermalt, und die, ja, knapp 80 Minuten, die gucken sich dann auch gut weg. Okay, das überrascht mich dann schon so ein bisschen, weil ich muss zugeben, ich habe mir vorhin den Trailer angesehen und den empfand ich als richtig langatmig. Also der geht ja fast 3 Minuten, irgendwie 2:49. Das ist ja schon überdurchschnittlich bei sowas, und der schien irgendwie kein Ende mehr zu nehmen. Aber ist halt dann persönlicher Gusto dann wahrscheinlich an der Stelle. Ja, genau, auch. Auf jeden Fall. Hat dich das Ganze denn jetzt irgendwie motiviert, vielleicht das auch mal selber zu machen? Also reißt dich das Ding so schon mit, oder ist das so, dass du halt ähnlich wie halt zu Hause vorm Fernseher sitzt und das halt einfach genießt? Also es hat mich nicht mitgerissen, das selber mal auszuprobieren, weil die Stürze, die man dort gesehen hat, die waren dann schon, zumindest für einen Außenstehenden, ziemlich heftig sahen die aus. Mhm. Aber wie gesagt, also ich guck mir das gerne mal an, weil es schon beeindruckend ist, wie die Skifahrer oder mit welcher Wucht und mit welcher Gewalt über den Schnee und nebenbei irgendwelche Schneemassen noch auslösen und dann mitten auf dem Berg erstmal die Lawine ausharren müssen oder so. Oder dann auch jüngere Skifahrer zu sehen, die das wegen ihren Eltern halt auch machen und auch richtige Stunts dort hinlegen. Ja, das ist einfach schön anzusehen. Klingt zumindest eindrucksvoll, muss ich zugeben, als völlig Desinteressierter, der Skisport im Fernsehen nicht mehr sehen kann. Gut, dann, wenn du soweit nichts mehr hättest, dann würden wir jetzt wohl über zum Fazit kommen. Und das kannst du vergeben in Skispringern, 1 bis 5 Skispringern. In Skispringern? Okay, dann würde ich 4 von 5 Skispringern vergeben, weil diese Dokumentation mich wirklich unterhalten hat. Und das sage ich als einer, der eigentlich mit Dokumentation an sich nicht so viel anfangen kann. Okay, woran liegt das? Eigentlich, wenn ich mal etwas sehen will, dann bin ich eher auf der Seite der Fiktion und will mich aus der Welt denken können, aus der realen Welt, sage ich mal. Mhm. Und deswegen mag ich es lieber, wenn ich ja eben einen Fantasy-Film, einen Science-Fiction-Film oder eben auch mal einen Mafia-Film ansehen kann. Also halt eher so klassischer Eskapismus, ne? Ja. Realitätsflucht, genau. Genau. Wobei ich dir dann da sehr eine Doku ans Herz legen kann. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Haben wir auch hier besprochen beim Telestammtisch. Kannst du gerne reinhören. Diese Weltkriegs-Doku von Peter Jackson, die er jetzt gemacht hat. They Shall Not Grow Old. Die ist auch keine also es ist schon eine Doku tatsächlich, aber sehr mit cineastischen Mitteln. Okay, ja. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Also wenn man sich für das Thema Weltkrieg interessiert, es ist jetzt auch nicht so die typische Weltkriegsdoku, wie man erwarten würde. Es ist ein im positiven Sinne spekulatives Werk, könnte man sagen. Also kannst du gerne mal reinschauen oder natürlich auch gerne reinhören. Ja. Gut. Ja, Paul, dann herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Möchtest du noch kurz ein wenig dreiste Eigenwerbung machen für deine Projekte oder ist das noch überschaubar momentan bei dir? Ah, das ist noch sehr überschaubar. Im Moment gibt's mich, beziehungsweise ja, nur auf Instagram. Mhm. Und dort gibt's, ja, mehr oder weniger regelmäßig ein paar Reviews zu alten Filmen oder auch zu neueren unter Nachbar von Méliès. Ah, stimmt, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Genau. Gut, alles klar. Ja, kurzer Abriss, ich bin sowohl hier beim Telestammtisch natürlich präsent, sei es hinterm Mikrofon oder hinterm Rechner als Schnittmeister. Und natürlich bin ich auch weiterhin vertreten bei den Kollegen von Movie Break, sowohl bei den Kritiken als auch bei den Podcasts, Specials, News etc. Paul, hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mich auch. Jo, tschüss.